und raus damit. Ja, das hier ist doch so ziemlich ein Safe-Spot für Ogui und Co. In den letzten Tagen an der Yama immer wieder getestet und immer wieder waren die Oguis auch hier an der Stelle. Ja, hier an der Stelle war ich schon vor ein paar Tagen. Da hieß es irgendwann mal, Alden, probier mal. Und wo, was heißt vor ein paar Tagen? Vor einer Woche oder schon über einer Woche. Und in den letzten Tagen auch immer wieder hierhin. Immer wieder, wenn ich Ogui gesucht habe für Kaffeeaufträge oder ähnliches, ist das hier mittlerweile ein ziemlich sicherer Spot. Es gab ja zuletzt oder eine ganze Zeit lang am Anfang die Stelle vom Ogui direkt an der Base, wo die Stromschnellen sind. Und danach gab es den ja auch, wenn man hier ein bisschen flussaufwärts geht. Oh, auch nicht schlecht, nehmen wir auch gerne mit. Also da war der Ogui dann auch. Und ja, neben diesen beiden Stellen ist aber auch, ich zeige die Stellen auch gleich nochmal auf der Map, ist aber auch hier diese Stelle nach wie vor richtig gut und liefert hier konstant ab. Ich habe jetzt hier die ganze Zeit oder die letzte Stunde oder zwei Stunden so halb AFK immer hier so ein bisschen rumgeangelt. Immer mal wieder, ach du Schande, was ist denn da? Immer mal wieder ein bisschen was rausgezogen. War aber auch zwischendurch, wie gesagt, gerade, jo, die nehmen wir doch auch mit. Gerade auch zwischendurch ein bisschen AFK und so weiter. Ein bisschen was gegessen nach dem Stream und so, muss man natürlich auch machen. Aber im Durchschnitt jetzt und gerade natürlich ne, in der Tageszeit, immer wieder sensationell, wenn man hier auf Match hier steht und wenn man dann was rausziehen will, wenn das hier ein bisschen laufen soll, zack, da ist schon wieder was dran. Ich nehme übrigens auch den Regenbogenstint auch mit, da waren auch schon ein paar sehr große mit dabei, also auch der immer wieder hier an der Stelle, was man halt machen kann, so ein bisschen in der Tiefe hier variieren, dass man dann mal ein bisschen weiter rauswirft oder ein bisschen näher und dann wird man schon so verschiedene Stellen kriegen. Lennox heute auch richtig wild. Lennox heute richtig wild, ballert richtig gut rein, auch gute Größen schon dabei gehabt und das Ganze auf nicht mal so ganz großem Setup. Vielleicht gehe ich sogar noch mal extra groß rein, um hier vielleicht den Lennox als Trophy zu fangen. Das wäre ja der Oberhammer. Ich fange den ollen Lennox auf Pose und nicht auf Spinning. Wart mal ab, so ein Ding wie das noch. Die Trophy Lennox, das wäre doch der Oberhammer. So, also von der Posi, ihr seht, es läuft hier konstant, einer nach dem anderen. Hier kommt der nächste Ogui. Meist sind die ja auch so drin mit 200, 250 plus oder irgendwie sowas im Café. Für 80 Silber, 100 Silber, ich weiß es nicht mehr genau, aber es sind immer wieder Kaffeeaufträge drin, die sich auf jeden Fall lohnen für so, ich glaube 200 Gramm sind es, 200 Gramm Oguis. 2 mal 200 Gramm, so war das glaube ich, für knapp 100 Silber war das, ich meine so war der Auftrag. Und das lohnt sich halt, ne? Wenn man also zwischendurch mal den Ogui haben will und wenn es eben auch nur für die Kaffeeaufträge ist und man ist sowieso auf der Map unterwegs, dann doch einfach mal kurz hier in die Richtung rennen. So, jetzt gucken wir gleich natürlich auch, wo wir hier sind, an welcher Stelle. Gucken natürlich nochmal gleich in den Cacher rein und in das Setup. Und jetzt so langsam reicht es. Also wenn er so weit weggetrieben ist hier, dann stimmte irgendwas nicht. Dann also wieder auswerfen. Gucken wir als erstes in das Setup rein. Von der Tiefe bin ich gerade hier mit 80 cm unterwegs. Also 80 cm Tiefe, locker ausgeworfen von der Entfernung. Ich werfe immer dahin. Man sieht das ja, hier sind so diese dunklen Schattierungen. Und die merke ich mir, diese Schattierung immer, weil diese Schattierungen kommen immer wieder. Also diese Schattierung auf dem Wasser merke ich mir mit der Pose, ob ich jetzt hier vorne, jetzt nehmen wir mal eben Routenspitze, hier vorne ist so eine dunkle Stelle, dann hier weiter oben ist wieder was, dann ist hier eine große dunkle. Also diese Schattierung merke ich mir und versuche dann da immer wieder hinzuwerfen und dann weiß ich ungefähr diese Entfernung, weil ich ja mit der Pose hier nicht klippe, weil ihr einfach offen mit einem offenen Bügel einfach hier treibt. Aber dann habe ich ungefähr einen Anhaltspunkt, wie weit ich eben ausgeworfen habe und kann dann sagen, okay, ich werfe wieder zu dieser Stelle. Wenn es zu weit war, ziehe ich halt ein Stückchen zurück, lasse von da aus dann wieder treiben und dann komme ich eben immer wieder an die gleichen Stellen, wo eben was funktioniert und wo dann die Brocken reingehen. Und dann auch hier, ne, auch hier merke ich mir dann auf die Entfernung hin. So, jetzt kommt da gleich so eine helle Stelle, wo die Pose gleich ist. Das ist ungefähr so die Grenze. Und wenn die jetzt passiert ist, so,
jawohl, war nichts, dann ziehe ich halt wieder ein, damit man hier nicht ganz ewig steht und die Zeit vertrödelt, sondern man hat sich dann einfach so ein paar Markierungen gemacht, zack, wirft dann da immer aus oder beim Aufladen halt immer ungefähr merken, wie weit hat man aufgeladen und dementsprechend dann rauswerfen. Ja, wie gesagt, 80 cm Tiefe jetzt gerade, wettertechnisch hat sich jetzt hier in den bestimmt 2 Stunden, die ich jetzt hier war, einiges natürlich auch getan. Es war mal Sonne, es war mal Halbsonne, es war mal auch ein bisschen Regen, also alles dabei gewesen. Nichtsdestotrotz ballern immer mal wieder eben auch hier die Brocken rein in den verschiedensten Größen. Und von daher passt das so eigentlich auch schon, wenn man sich eben hier den Kescher anguckt. Ich ziehe nochmal eben hier raus, da kommt der nächste Wochenrekord rein. Auf Stippe, 500 Gramm auf Stippe, der Rasile. Das kannst du dir ja nicht ausdenken. Alden, da geht aber noch mehr. Der zieht doch bestimmt gleich noch eine Trophy hier. So, jetzt auch wieder warten. 3, 2, 1, wenn da nichts mehr geht. Und reinziehen. Zack. So, und jetzt gucken wir mal eben ins Setup rein, wie das hier aufgebaut ist. Ich bin gar nicht so groß und schwer unterwegs mit nur 7,8 Kilo Fluorocarbon komplett. Achterhaken hier. Mistkäfer und Eintagsfliegenlarve war ich jetzt die ganze Zeit. Ich habe nichts geändert, einfach konstant durchgemacht, weil ich, wie gesagt, auch jetzt nicht so aktiv hier beim Angeln war, sondern das so ein bisschen nebenbei gemacht habe. Und ja, das lübt. Ich ändere jetzt nochmal in der Hoffnung auf größere Brocken auf einen 6er-Haken oder 4er. Ich nehme mal den 6er. 6er-Haken, wieder Mistkäfer, wieder Eintagsfliege. Immer noch die 80 cm locker raus damit. Vielleicht geht ja jetzt ein großer Lennock rein. Wo stehen wir denn hier? Wer es noch nicht erkannt hat, 79-123 ist eine Stelle am äußersten Schniepi, am absoluten Ende der Map sozusagen. Also, weiter geht es nicht. Und die vorherigen Stellen, die halt funktioniert haben, die ich gerade schon erwähnt hatte, waren zum einen hier. Also hier in die Stromschnellen, da gibt es ja auch schon ein Video zu. Und die andere ist hier, beziehungsweise die Uguis sind hier so auf rund 30, 35 Meter sind die reingegangen. Man kann das ja mit diesem Messtool, kann man das ja gut ausmessen, wie weit das eben hier ist. Also hier in diesem Kantenbereich sind die gerne reingegangen und vorher waren wir hier. So, und jetzt an der Stelle sind wir hier quasi auf der inneren Seite. Auf der inneren Seite, wenn man sich hier diesen Schniepi anguckt, das hier wäre halt die Spitze und wir gehen aber hier hin, wo die Grasbüschel sind und werfen dann da so aus, ja, ich sag mal, vielleicht so Richtung Westen, Nordwesten, so in diese Richtung. Locker einfach dann treiben lassen, wie gesagt, verschiedene Entfernungen, man kann auch mal ein ganzes Stückchen weiter rauswerfen, hat auch immer wieder funktioniert, aber meist für ein Ugui hat das eben direkt hier vorne gut funktioniert. Und dann von den Tiefen, wie gesagt, auch da so ein bisschen variieren. Mal auf eine Meter Tiefe, mal aber auch nur vielleicht auf 60 cm Tiefe. Also da ein bisschen variieren. Ich denke, das wird auch mit den Temperaturen ganz gut zusammenhängen, dass man da so ein bisschen unterschiedliche Ergebnisse, wie gesagt, dann liefert, bekommt. Ja, aufgrund der Temperaturen und der Tiefe, die dann eingestellt ist. Aber im Großen und Ganzen bin ich schon super zufrieden, denn wenn man sich das hier anguckt, jede Menge Uguis, jede Menge Lennocks und das jetzt wie gesagt auf relativ kleinem Setup, manchmal eben auch diese seltenen Uguis bis ungefähr hier, genau, hier Regenbogenstint und Silber auch noch und hier, das hier unten ist nochmal ein anderer Spot, auch einige Masus dabei, auch nicht so verkehrt, auf dem Icon Slim. Hatte ich heute am Ende vom Stream auch noch ein bisschen getestet. Das war jetzt auch gar nicht so verkehrt. Wie gesagt, mehrere Masu-Lachse auch immer mal wieder dabei. Icon Slim 01, genau. Den hatten wir auch gerade schon. Das war auch Icon Slim 01. Also immer mal wieder die Masus. Die waren dann... Oha, habe ich das noch jetzt im Kopf? Die waren hier, ist aber auch eine ganz altbekannte Stelle. Hier vorne ist ein Busch, da ist ein Busch und links neben dem Busch. Das läuft ganz gut immer mal wieder. Da hatte mir Wilde Hilde auch nochmal Bescheid gesagt. Allen probier nochmal diese Stelle. Ein Safe Spot, der immer wieder gut funktioniert. Und ist auch so, hat richtig gut funktioniert. Auch mit verschiedensten Ködern, verschiedensten Farben.
ging da einiges, wie gesagt, auch hier mit Silberlachsen, Rotlachse, je nachdem, wie das Setup eben zusammengebaut war und je nachdem, welche Köder man verwendet hat. Ich hatte heute mal ein paar Köder getestet, weil Silberlachs hier bis fast 4 Kilo, also das auf dem Weiko 14 Gramm 05, auch wieder so ein Klassiker als Köder, das lübt gerade auch ganz gut. Also, mit dem vollen Kescher oder fast vollen Kescher gehe ich gleich mal eben verkaufen und dann gucken wir nochmal eben, was das Ganze denn so gebracht hat. So, bis 23 Uhr habe ich natürlich noch durchgezogen und jetzt, wo es dunkel ist, dann kann man auch zurück in die Base und eben alles verkaufen. Übrigens, das Ergebnis mit dem Sechserhaken war gar nicht mal so gut. Also da vielleicht tatsächlich eher nochmal eine Nummer kleiner reingehen, sogar unter den Achterhaken und dann lieber mehr auf Frequenz gehen, denn dann ballern auf diese verhältnismäßig großen Köder, sowas wie eben Mistkäfer, doch eher mal auch größere Fische, auch selbst, wenn der Haken recht klein ist. Also da ist wieder so ein bisschen umgedreht, sehr großer Köder, sehr interessant auch für die großen Fische, auf recht kleinem Haken. Funktioniert auch ganz gut für die größeren Brocken. Gucken wir mal eben rein hier, Ostsibirische. Ja, die ist gerade eben noch reingegangen, vor 4 Minuten, ihr seht es, eben auch auf 16er Haken. Ich bin gerade noch mal kleiner sogar reingegangen. Also auch das geht, gleiche Köderkombination wie gerade. Ugui ist drin, zweimal mit 6,99. Hab ich nicht, aber ich habe ja auch noch ein bisschen Zeit. Die schnappe ich mir doch noch gleich. Schereschnev-Saibling leider nicht gefangen. Die Trophy 1,6 Kilo, das wär's. So, und jetzt gucken wir hier gerade mal eben rein. Die Stelle bis hier war's. 600 Silber jetzt hier auf den kleinen gut 2 Stunden. Ne? Ja, wie gesagt, es war kein aktives Angeln, aber dafür ist es doch ganz okay für nebenbei. Und die vorherige Stelle, die ich gerade gezeigt habe, auch da war natürlich auch viel Ködertesten dabei. Auch nochmal knapp, machen wir mal 550. Also passt auch nochmal ganz gut. Alles in allem sind wir hier bei 1100 über eine längere Fangzeit jetzt natürlich auch, aber eben auch mit ganz verschiedenen Fangmethoden. Und was sieht man hier? Die Lennox gehen natürlich ganz gut rein auf Pose, natürlich auch hier mit Spinning, aber auch viel Fische auf Pose. Hatte ich heute im Livestream schon gesagt, ich bin gerade sehr hin und her geschmissen, gehe ich jetzt an der Yama Posen angeln, was halt sehr geil ist, oder gehe ich Spinning? Was halt sehr geil ist. Und eigentlich müsste man beides machen, wenn das nicht so stressig wäre. Aber man kann es ja abwechselnd machen und dann hat man eben auch die Taschen voll an der Yama. Ich würde sagen, Yama lohnt sich mittlerweile wieder ganz gut. Man kann, wenn man richtig aktiv ist und einen Spot hat und dort richtig schön durchzieht, kann man da einfach auch gut was rausziehen. Und gerade, wie gesagt, vom letzten Spot jetzt hier mit den Uguis, wenn wir uns das hier anschauen, gerade mal hier 500 Gramm und die liegen so bei ungefähr 25 Silber, ist das einfach top. So viel dazu. Verkaufen, ich habe meine 100.000 zusammen. Zack, sehr schön. Jetzt spare ich noch 10.000 extra und dann wird wieder eingekauft. Dann gehen wir wieder shoppen und danach geht's auf richtig große Fische. Also, ihr Lümmels, wenn es geholfen hat, wenn es gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, gefällt mir und hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream, montags, mittwochs und freitags immer komplett RF4. Die anderen Tage auch immer, jeden Tag quasi RF4 und im Anschluss an den anderen Tagen wird noch ein bisschen was anderes gezockt. Aber wie gesagt, montags, mittwochs und freitags immer komplett durchziehen mit Russian Fishing 4 ab 19 Uhr natürlich live auf YouTube und auf Twitch. Petri Ölümmels, bis zum nächsten Mal.